Hi Leute, 15 Minuten, dann ist mein Essen fertig. Währenddessen spielen wir weiter Diablo 2 Resurrected. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich jetzt in 15 Minuten mal kurz Essen gehen hole. Oder zumindest mal den Ofen ausmache, damit hier nichts verbrennt. Aber 15 Minuten haben wir Zeit. Mein Handy bimmelt dann, vielleicht hört man das dann in der Aufnahme, vielleicht auch nicht. Ist doch nicht so relevant. Wir haben hier noch einen Teleporter zu suchen. Und natürlich den richtigen Weg. Muss man jetzt aufpassen, ich bin jetzt ein bisschen aggressiv, stürmig nach vorne, aber dafür bin ich gar nicht gemacht jetzt hier. Aber hier ist kein Teleporter. Oder kein richtiger Weg. Oh lol. Du warst. Gut. Ja, die Viecher, ja, komm, die habe ich gern. Die habe ich richtig gern. Die Eisviecher nicht. Ich gönne ihn mal keinen Heiltrank. Das sieht gerade ganz gut aus bei mir, tränke technisch. Ja, klar, da musste ich einmal random die Taste drücken. Oh, die gehen ein. Ich finde ja auch richtig gut. Ich greife zwar schnell an. Aber wir sind halt besser. Ach, Gold. Bei goldtechnisch. Ja, man kann nie genug Gold haben, das ist das Ding. Man kann nie genug Gold haben, aber trotzdem würde ich sagen, goldtechnisch sind wir ganz gut dabei. Selbst wenn ich dann auch noch verrecken würde, das kriegen wir hin. Nein, habe ich da eben so ein blödes Schild aufgenommen. Ich helfe mal mit hier, das sieht nicht so gut aus. Ich denke immer hier, da sieht das auf der Map, da diese Wand hier, das hier. Denke ich immer, das wäre ein Teleporter oder so, das ist ganz weird. Verarscht mich jedes Mal. Na, komm mal her. Ja, da muss ich mal mithelfen. Bombe. Okay. Ach ja, so. Oh. Okay, alles klar. Nein, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist gar nicht schlimm. Scheiße, da habe ich jetzt einmal einen unnötigen Tod. Begleiter tot. Aber ist ja egal, wir haben ja richtig hart Geld. Solange ich ja nicht gestorben bin, ist das auch nicht so kostspielig. Ist quasi ein Schnapper. Kann ich euch helfen? Ah, toll, da war ich gerade bei Kane. Ja, gut, im Internet wie sich das selber. So, aber diesmal passen wir ein wenig mehr auf, würde ich sagen, ne?
Ich gehe nochmal zu der Tante da oben hin, damit ich mich voll heile. Seid gegrüßt. Dann einmal so. Dann. Dann machen wir das jetzt. Wofür das alles? Für gar nichts. Eine böse Rune, die wir natürlich nicht aktivieren, weil ich weiß, was da rauskommt. Huren. Oh, das ist aber... Da haben wir einen Brunnen. Der Brunnen ist ja nicht ganz so... Warum gehst du eigentlich... Warum gehst du dann eigentlich weg? Du sollst vorne stehen. Du sollst kämpfen. Du bist eine Frontsau. Außer... Bei sowas... Da kann ich das verstehen. Teleporter, zeige dich. Hey, guck mal, man muss ihn nur beschwören und dann kommt er auch. Super. Ja, jetzt müssen wir nur noch den Weg weiterfinden. Ein wenig Hilfe ist angebracht, oder? Mana-Tränke sind mal angebracht. So, wo geht's denn weiter? Lass mal schauen. Bestimmt hier irgendwo. Oh, geil, meine. Immer safety safe sein. Das war mir gerade ein bisschen risky. Guck mal, da haben wir gleich ein Level Up gemacht. Oh, das zählt auch für den. Oder war das gerade Zufall, dass er sich vollgehalten hat? Komm mal her. Die Gegner, die sind auch kein Problem. Die magst du doch. Mann, da kommt noch mehr. Ich glaube, das finde ich ist aber gerade auch ein bisschen risky wieder. Machen wir das mal so.
Also ich habe noch genügend Mana-Tränke, so ist es nicht. Und Geld, um welche zu kaufen, also das sollte ja alles klappen. Aber trotzdem. Jetzt gehen so langsam meine Mana-Tränke schon gut weg. Jetzt müsste doch hier irgendwo bestimmt der Weg sein, wo wir lang können. Oder bestimmt wäre sehr freundlich vom Spiel. Jetzt die Höhle des Todes. Mit den ganzen Gegnern hier. Wird langsam sehr uncool. Er läuft einfach gegen den Gegner gegen. Oder sind nochmal Huren? Oh, da haben wir ein paar Mana-Tränke bekommen. Ich bin überladen. Oh, da geht's weiter. Der ist Eiskeller richtig. Nee, ich glaube, der Eiskeller ist falsch. Ne? Ich glaube, wir müssen nicht irgendwie nach unten durch so ein Dingens durch. Das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Gucken wir nochmal weiter. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Da, guck mal, da haben wir doch noch was. Das sieht mir doch mehr nach dem, wo wir hinwollen, aus. Ja, Gipfel des Areals, da wollen wir hin. So, jetzt haben wir hier dieses Urahnen-Prüfungsgedöns. Da, das ist für mich hier ganz wichtig. Mache ich, nachdem ich mein Essen geholt habe, ich mache gleich nämlich einen Cut, hier ist aber auch eine ganz gute Stelle. Hier sind keine Gegner, diese drei Leute, die werden gegen uns kämpfen und wir müssen einfach die gleichzeitig besiegen und dürfen diesen Kreis hier, diese Plattform, nicht verlassen. Sonst resettet sich der Kampf. Das ist das Ganze und das, wenn wir das geschafft haben, das bringt uns so viele Erfahrungspunkte, dass wir da ein Level Up nochmal bekommen. Das ist nämlich das Ding, deswegen habe ich ja gesagt, mindestens ein Level Up bekommen wir noch. Das ist nämlich von dieser Stelle hier aus. Ja, ich würde aber sagen, ich würde auch erstmal nochmal zurückgehen. Meine Mütter ein bisschen leeren. Und dann wiederkommen. Das ist so der Plan. Aber erstmal planen, kurz pausieren. Denn mein Essen ist fertig. Also zumindest, ja. Sollte ich den Ofen vielleicht mal ausmachen, bevor alles verbrennt. Also kurzer Cut. Und dann machen wir hier diese Prüfung. So. Geht weiter. Einmal porteln, würde ich sagen. Das habe ich ja kurz angekündigt. Und dann werden wir die Prüfung machen. Guten Morgen. Okay, nützt zum Identifizieren. Morgen. Morgen.
Einen wunderschönen guten Tag. Guck mal, alles da. Dieses Weltsteinturm-Ding ist, da müssen wir auf Ebene 2 nochmal gucken, nachdem. Also Ebene 2 ist wichtig, da gucken wir nochmal nach dem Teleporter. Und dann. Ne? So, jetzt aber erstmal Gipfel des Areals. Wir machen jetzt immer hier diese Prüfung. Erstmal hier mich ready machen. Und da werde ich jetzt einfach Static wie des Todes gleich. Und schön Nova und sowas alles. Dann sollte das klappen. Das wird schön sahnig runtergespielt. Oh, Moment. Bevor wir schön sahnig hier alles runterspielen, vielleicht sollten wir auch Mana-Trank Vorrat aufladen. Wir sind die Geister der Gefangenen. Wir wurden auserwählt, den heiligen Berg Areaz zu bewachen, in dem der Weltstein ruht. Nur wenige der Gefangenen können ihn dazu schonen. Und noch weniger können seinen wahren Zweck begreifen. Ja, das müssen wir. Dann legt los. Das ist okay, ich hoffe, das macht er. Das kriegt er hin. Ich darf. Gut. Doch, die Plattform will ich nicht verlassen. Ja, habt ihr gehört? Wir dürfen nicht scheitern. Aber das war die Prüfung. War ja eigentlich relativ simpel, ne? Ist es eigentlich auch. Aber steht da noch eine Prüfung bevor. Und zwar heißt die Bals, ich glaube, 5 Wellen. Und eine Welle, das sind halt meine Lieblingsleute dabei, ne? Der Rat aus Trabenkal, der wird ja auch nochmal Hallöchen sagen. Ja, ich hasse ihn sehr. Und so komische, das ist die letzte Welle, so komische Dinos oder was auch immer, die sehr hart sind. Da muss man dann auch nochmal ein bisschen aufpassen. So, guck mal, ich habe eine neue Quest bekommen. Ja, Bals Thronsaal müssen wir finden. Ja, jetzt sind wir so weit, dass eigentlich unsere letzte Aufgabe nur noch ist, Bals zu besiegen. Mehr ist es nicht. Krass, ne? So weit sind wir schon gekommen. Und hier drin ist er. Ebene 2. Wichtig. Da ist, warte mal. Achso. Ja, Ebene 2. Da ist ein Teleporter. Wir dürfen eintreten. So, hier. Wäre schön, wenn wir gut durchkommen. Hier sind teilweise auch ein paar doofe Gegner mit drin. Ja, genau das meine ich hier. Die können nämlich so schießi-schießi machen. Thank you.
Allgemein ist es ganz gut, Ausschau zu halten nach so einem Weg über einen Abgrund. Wenn man sowas findet, dann ist da entweder auf der anderen Seite ein Teleporter. Oh, die sind ein bisschen riskier hier. Dann ist da auf der einen anderen Seite entweder ein Teleporter. Oder halt aber der Weg weiter. Wegen danach müssen wir Ausschau halten. Hier, wir haben einen Heiltrank. Das ist vielleicht mal. Machen hier schon echt Schaden, ne? Hier haben wir ja so einen Brunnen. Ja, Gesundheitsschreien gewesen, aber okay, ist jetzt auch nicht so wichtig. Oh, ich glaube, hier gehen wir einmal in den Kreis. Auch schön. Ich glaube, das ist nicht so das, wo wir hinwollen. Ich tendiere ja eher, dass wir so ein bisschen eher nach hier unten gehen müssen. Ja, so hier hin. Das sieht gut aus. Das sieht doch nicht gut aus. Doch, das sieht gut aus. Hier haben wir die Brücke. Genau die meine ich. Das ist die Brücke. Die muss man finden. Und über so einen Abgrund. Und dann müsste da drüben es weitergehen. Perfekt. Dann lade ich mich nochmal auf. Dann kommt jetzt Ebene 2. Ich glaube, entweder Ebene 3 oder 4 ist dann Baal. Werden wir aber mitbekommen. Ebene 2 ist zumindest einmal ein Teleporter. Das wäre noch ganz schön, wenn wir den mitnehmen, falls wir verrecken. Natürlich so ein Portal. Ich würde halt so ein Portal in den Thronraum bei Baal einmal hinsetzen, damit, falls wir verrecken, dann kann ich mich gleich das Portal dahin, ne, bringen oder irgendwie so in der Nähe des Thronraums irgendwo. Aber eigentlich, wenn alles irgendwie nach hinten losgeht, dann zumindest den Teleporter einmal holen, dann ist man zumindest ein bisschen dichter, dann muss er nicht so lange laufen. Das ist so die Idee dahinter. Oh nein, Explodies. Wie schade machen die? Oh gut. Oh, ist das der Teleporter? Oh, der Teleporter, perf. Oh, Mensch. Ah, Mann, ich bin ultra lucky hier gerade unterwegs. Das ist, oh, gut. Ja gut, dann teleportieren wir uns nach Hause gerade mal zurück. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Das war ja richtig gut.
Die Urahnen haben euch geehrt. Und so wollen auch wir es tun. Aber meine Zweifel euch gegenüber sind nicht ausgeräumt. Was zum Teufel willst du uns damit sagen? Ich guck mal, ob ich vielleicht noch mit anderen Leuten hier ein bisschen darüber reden kann, dass ich gerade so geil war. Ich wusste, die Urahnen würden euch für würdig erachten, die Geheimnisse des Berges Areat zu erfahren. Und nun haltet Baal auf, bevor er alles vernichtet, was heilig ist. Ich bin eigentlich schon kurz davor, ne? Nur, dass du das weißt. Kane, hallo? Ihr habt euch vor diesen Menschen als würdig erwiesen. Sie betrachten euch als ihren Krieger, ihren Helden. Ach gut, so soll es auch sein. Na? Die Urahnen im Kampf zu bezwingen, das ist wahrlich eine Meisterleistung. Das bedeutet hoffentlich, dass ihr zum Kampf mit Baal bereit seid. Aber sowas von. Was mit dir? Ihr steht als würdiger Held vor mir. Und ihr seid die letzte Hoffnung unseres Volkes. Macht eure Sache gut, Krieger. Aber sowas von. Baal besteht eigentlich jeder Boss. Wenn man Zauberin spielt, besteht eigentlich nur aus Static, wird gespamme. Aber Baal ist halt so ein Ding, so. Wenn Baal sich richtig gut positioniert, dann macht er einfach gar nichts, weil dann schießt er nämlich seine Fähigkeiten alle irgendwo in den Abgrund. Und dann treffen die halt nicht. Und dann kann man hier schön so drrrr und dann ist er weg. Ne? Also Baal ist so null, keine Bedrohung. Solange man diese blöden Wellen da überlebt hat, ist Baal eigentlich kein großes Problem. Ja, dann sind wir in den Teleporter gekommen, ne? Ja, genau. Ja, dann machen wir beim nächsten Mal weiter, ne? Haut rein. Tschüss.